Herzlich willkommen bei der Ghostwriting-Agentur GWriters. In diesem Video möchten wir Ihnen ein paar Hintergrundinformationen zum Doctor of Philosophy oder kurz PhD geben und uns anschauen, wie das Promotionsstudium in dem Bereich aussieht. Grundsätzlich ist der PhD das angelsächsische Äquivalent zum eigentlichen traditionellen Doktortitel. Es ist ein traditioneller, meist im englischsprachigen Raum geführter Abschluss und das Promotionsstudium dauert ebenfalls 3 bis 5 Jahre. Das Ganze lässt sich natürlich unter Umständen auch nebenberuflich abschließen. In Deutschland ist klar, haben wir eine etwas weniger starke Bindung an den Lehrstuhl oder den Doktorvater als beim traditionellen Doktor. Allerdings sind die ausländischen PhD-Titel in der Regel auch ohne Probleme in Deutschland zu führen. Falls Sie sich da unsicher sein sollten, haben Sie einfach auch die Möglichkeit, sich über die Anna-Wien-Datenbank zu informieren. Dort schaut man einfach, dass die Hochschule mit H+ gekennzeichnet ist und man hat keine Probleme, den Doktortitel, den PhD auch so in Deutschland zu führen. Für all die Promovierenden, die viel Wert darauf legen, einen einfachen Doktortitel, also einen traditionellen Doktor zu haben, aber es aus verschiedenen Gründen vielleicht einfacher finden, sich auf einen PhD zu bewerben und dann das Promotionsstudium an einer entsprechenden Hochschule zu absolvieren, besteht natürlich immer die Möglichkeit, den in Deutschland erworbenen PhD auch in einen Doktortitel umzuwandeln. Andersrum jedoch nicht, das sollte man beachten. In Österreich setzt der PhD dazu noch 3 Jahre, mindestens 3 Jahre wissenschaftliche Forschungsarbeiten bei einer berufsbegleitenden Promotion voraus und in der Schweiz gelten eigentlich ähnliche Bedingungen wie in Deutschland und Österreich. Man muss aber dazu sagen, dass in beiden Ländern wirklich alle PhDs oder Doktortitel aus den EU- oder EWR-Staaten anerkannt werden, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Wie gesagt, nochmal an dieser Stelle der Hinweis auf die Anna-Wien-Datenbank, in der man einfach danach guckt, dass die Hochschule entsprechend gewertet ist. Grundsätzlich kann man also sagen, dass der PhD gerade für Doktoranden geeignet ist, die eine Auslandskarriere anstreben und vielleicht für diejenigen geeignet ist, die eine Hochschule gefunden haben, bei der sie aus diversen Gründen organisatorischer Natur wahrscheinlich den PhD einfacher oder barriereloser absolvieren können als den eigentlichen Doktortitel und den dann umwandeln zu lassen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einmal ein paar Hintergrundinformationen zum PhD geben und freue mich, dass Sie zugesehen haben.